Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hier wird mein erstes Video im neuen Jahr sein und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr wunderbare Feiertage, Weihnachtsfeiertage hattet, dass ihr sie im Kreise eurer Liebsten verbringen konntet und vielleicht auch noch ein Stückchen entspannen konntet. Und natürlich hoffe ich sehr, dass ihr auch gut in das neue Jahr 2022 gerutscht seid. Ich wünsche euch an der Stelle natürlich erstmal noch ein gesundes neues Jahr mit ganz viel Gesundheit, mit ganz vielen schönen Momenten, die das Jahr 2022 vielleicht für euch ein total besonderes Jahr machen wird und natürlich mit ganz vielen schönen Buchhighlights, über die wir vielleicht hier dieses Jahr gemeinsam sprechen können. Im Januar blicke ich eigentlich immer sehr, sehr gern auf mein vergangenes Lesejahr zurück. Also ich schaue da, was sind meine Jahreshighlights, was sind meine Jahresflops, was für Vorsätze ich habe, was mein Subabbau angeht. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, ich wurde ein bisschen inspiriert von der lieben Ruth und vor allen Dingen, weil sie mich auch getaggt hat, für den Tag Bücher wie Süßigkeiten. Und ich denke, wir haben im Januar alle noch ein paar Süßigkeiten unter dem Baum liegen, weil also bei uns steht jedenfalls der Baum noch. Und ansonsten befindet sich bestimmt noch die eine oder andere Süßigkeit im Süßigkeitenschrank. Und ich dachte einfach, ich mache den Tag so ein bisschen als Start für den Rückblick auf mein Lesejahr 2021. Ich habe also für die 8 Fragen des Tags Bücher wie Süßigkeiten jeweils ein paar Bücher herausgesucht, die ich im letzten Lesejahr gelesen habe und über die ich jetzt gerne nochmal mit euch sprechen möchte. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch noch bedanken bei der lieben Ruth vom Kanal Zwischen 1000 Zeilen für das Taggen dieses Tags und ich beantworte die Fragen natürlich sehr gern. Ich verlinke euch den Kanal von Ruth von Zwischen 1000 Zeilen sehr gerne unten nochmal in der Infobox. Falls ihr sie noch nicht kennt, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der allerersten Frage. Die allererste Frage möchte, dass wir in die Lebkuchen greifen und sie möchte gerne wissen, nenne ein Buch, das bei dir lange einen kräftigen Eindruck hinterlassen hat. Für die Frage habe ich mir 2 Bücher herausgesucht. Der Grund für die 2 Bücher ist, das eine Buch habe ich erst vor kurzem abgeschlossen, von daher ist der Eindruck noch nicht so lange zurück und heilt auch noch nicht so lange nach. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich sehr lange an dieses Buch noch denken werde, vor allem weil ich mich hoffentlich die Protagonisten in diesem Buch noch lange verfolgen werden, also weil es ein Auftakt einer Reihe ist. Aber auch das zweite Buch, was ich herausgesucht habe, ist der Auftakt einer Reihe, also werden mich auch hier noch die Protagonisten oder wenigstens einer noch eine Weile begleiten. Aber beide Bücher haben für mich eins gemeinsam. Ich habe bei diesen Büchern tatsächlich darauf gehört, dass was ich gerne lesen möchte, auch wenn das eine Buch natürlich ein Sub-Challenge-Buch war, aber auch da hat es einfach für mich einfach gepasst, weil ich so eine Lust habe auf Fantasy, also bei dem zweiten Buch ist es eher so ein historischer Kriminalroman, aber auch da habe ich immer wieder sehr gerne Lust zuzulesen und natürlich das erste Buch, was ich euch gleich zeigen möchte, auf Fantasy. Ich einfach so unheimlich Lust auf Fantasy hatte und ich einfach einer Empfehlung oder den Empfehlungen gefolgt bin. Und zwar handelt es sich einmal um Nordwärts von Bernard Hennen und Robert Corvus. Und zwar ist das der Auftakt der Phileason-Saga. Hier habe ich auch die Empfehlungen auch gehört von der lieben Jenny von Letters in Life und der lieben Andrea von Andreas Wintermädchen gehört. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich meinem Gefühl gefolgt bin und dass ich der Empfehlung gefolgt bin, weil für mich war das ein wunderbarer Auftakt. Es war ein kalter Auftakt, sage ich mal. Wir sind hoch im Norden mit ganz viel Schnee, mit ganz viel Packeis und es ist der Beginn der Reise um Aventurien. Wir begleiten hier die beiden Seefahrer Phileason und Björn den Blender, wie sie die Reise beginnen, um die
um Aventurien und natürlich ihre Aufgaben, die sie gestellt bekommen haben, warum sie denn diese Reise begonnen haben, zu lösen und im Wettkampf zueinander stehen. Ich denke, das ist jetzt schon relativ häufig in aller Munde gewesen, weil ja auch die liebe Jenny und die liebe Andrea es sehr publik gemacht haben und auch sehr neugierig gemacht haben auf diese Bücher und auch mich sehr neugierig gemacht haben. Aber was mir halt so im Eindruck geblieben ist, sind einfach diese unheimliche Kälte gerade, die in, ja, draußen war es auch noch ein bisschen kalt, jedenfalls bei uns. Und hat einfach so wunderbar gepasst. Mich hat das Abenteuerfieber gepackt, mit hat diese Fantasy-Welt gepackt. Und ich hatte wirklich von Anfang an ein Gefühl für, ja, die Protagonisten, für beide Seiten. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass man sich wahrscheinlich am Anfang recht schnell dafür entscheidet, auf welcher Seite man steht. Und es ist am Anfang wahrscheinlich auch recht einfach ist, auf welche Seite man sich stellt. Aber ich habe noch gehört, dass das sich doch nochmal ändern kann. Hier an der Reihe. Ich bin hier mit dem allerersten Buch, auf jeden Fall mit dem allerersten Band der Saga, auf eine Reihe gestoßen, die mich schon im ersten Band gepackt hat, die mir dieses Gefühl gegeben hat, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle und auch, dass ich dieses Packeis direkt vor mir gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich so lange nachgehallt hat. Dieses Gefühl von dieser Kälte, von diesem Packeis, von diesem, ja, diesem Abenteuer einfach. Und das fand ich einfach so klasse, dass ich fand das einfach so klasse, dass dieses, ja, dieses Gefühl dieser Kälte bei mir so nachhallt. Und auch jetzt noch läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter bei dieser Kälte. Und ich fand, ja, und ich fand es einfach großartig, diesen Auftakt. Und ich bin sehr gespannt, wie es noch weitergehen wird und ob die Reihe es mit jedem Band schafft, dass sie so einen Eindruck bei mir hinterlässt. Was es natürlich auch noch war, was mich so beeindruckt hat, war einfach dieser Prolog. Ich habe mein ganzes Leseleben noch nie so einen langen Prolog gelesen. Was überhaupt nicht schlecht ist, was einfach dazugehört zu dieser Reihe, wie die liebe Jenny mir gesagt hat. Und es ist auch nicht weiter schlimm, dass der Prolog so lang ist. Und das tut auch auf der einen Seite, stimmt es einen so richtig schön in die Geschichte ein. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Prolog über 80 Seiten gelesen. Und ja, das hat mich irgendwie noch, ja, zusätzlich beeindruckt und hat sehr, sehr lange nachgehalten, weil ich dachte mir immer, hey, so einen langen Prolog hast du noch nie gelesen und mal sehen, ob dir das so nochmal begegnet, wahrscheinlich in der Reihe selbst, aber mal gucken, ob es mir noch in anderen Büchern begegnen wird. Dieses Buch ist noch in keinen 5 gelesenen Büchern aufgetaucht, weil, wie gesagt, ich habe das erst jetzt, ja, vor ein paar Tagen beendet, vielleicht auch schon vor 2 Wochen oder so, ich bin mir gerade nicht sicher, müsste ich nachschauen. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten 5 gelesenen Büchern darüber nochmal etwas intensiver sprechen. Das zweite Buch, was ich für die Frage herausgesucht habe, ist ein Buch, was auch der Auftakt einer Reihe ist. Und ich habe das Buch ja im Rahmen meiner Sub-Challenge gezogen. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch mit voller Begeisterung gelesen. Und es hat einfach wieder zur richtigen Zeit gepasst, genauso wie Nordwärts. Und ich glaube, das sind die Bücher zum Teil, die auch tatsächlich ein Stück weit nachhallen bei mir. Hier ist es der Fall, was bei mir nachhallt, einfach diese, ja, die Zeit, in der diese Bücher spielen und auch so ein bisschen diese Düsternis, die da einfach nachhallt. Und ich weiß auch nicht, aber mir ist dieser Charakter so in Erinnerung geblieben und auch dieses Dorf, in welchem die Geschichte spielt. Ich sehe es heute noch so, wie ich es mir beim Lesen vorgestellt habe, dieses Dorf vor mir und auch dieser eine kleine See
auf den ich jetzt mal nicht näher eingehen werde, ist noch so in meiner Erinnerung, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und das ist das, was bei mir wirklich tatsächlich nach lange nachhallt. Und das ist hier der erste Band der Matthew Corbett-Reihe. Und zwar Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal. Ich habe hier mal stellvertretend Band 1 herausgesucht von dem Autoren Robert McKinnon hier aus dem Lucifer Verlag. Das ist ja der Auftakt der Matthew Corbett-Reihe. Und Matthew Corbett ist als ja, Gerichtsdiener oder Richtergehilfe mit seinem Richter in ein kleines Dorf, Fount Royal, der kleinen Stadt Fount Royal, unterwegs, weil dort eine Hexe sein soll. Und der Richter ist halt auf diesem Weg in dieses Dorf oder beziehungsweise diese kleine Stadt, um diese Hexe zu verurteilen. Und natürlich kommt immer alles anders, als man denkt, genauso wie bei Matthew Corbett und die Hexe von Fount Royal. Und was mir hier tatsächlich, wie ich schon sagte, ist einfach so nachhalt, ist diese Düsternis. Und dieses, ja, diese beklemmende Atmosphäre, die Beschreibung dieser Stadt und der Menschen und auch von Matthew Corbett selbst, wie er diesen Fall ja zu versucht zu enträtseln und welche Fallstricke dann sind und dieser eine kleine See mit diesem Baum, der halt so nach und oftmals habe ich jetzt schon so dieses Bild von diesem kleinen See mit dem Baum gesehen und dachte mir so, eigentlich ist das ein sehr, sehr schönes Bild, wenn da nicht diese Düsternis wäre. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, auch wenn es sehr düster ist und schon ein bisschen, naja, ich würde nicht sagen Horror, aber schon ja, so mit diesem Element spielt, natürlich auf einer sehr flachen Ebene, sage ich mal, auf einer sehr einfachen Ebene. Also jetzt natürlich nichts für absolute Horrorfans, aber so für die ab und an gerne mal einen Thriller lesen und so diese beklemmende Situation sehr gerne mal um sich haben. Und ja, das hat schon sehr nachgehalten, halt auch immer noch nach. Auch wenn das natürlich am Ende auch nur ein historischer Kriminalroman ist, also was heißt nur, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es hat mich wirklich echt begeistert und es hält halt immer noch nach und ich bin sehr, sehr gespannt auf den zweiten Band, den ich mir fest vorgenommen habe, dass ich mir den auch bald ja zur Hand nehme. Das erklärt sich dann auch bald mit meinen Jahresvorsätzen, die ich mir vorgenommen habe. Aber ich freue mich unglaublich, wieder in diese Atmosphäre einzutauchen. Und das ist ein Buch, genauso wie Nordwärts, was bei mir unglaublich nachhallt und der Eindruck auch noch sehr, sehr präsent ist. Damit kommen wir zur zweiten Frage und zum, ja, sehr geliebten Stollen. Ich denke, der eine oder andere hat noch ein Stück Stollen irgendwo in seiner Kiste stecken, den er jetzt noch die Tage essen kann. Und diese Frage möchte wissen, wer hat einen Charakter, den man nur entweder lieben oder hassen kann? Ich muss ehrlich sagen, diese Frage hat mir doch einiges abverlangt, weil ich nicht so richtig wusste, was ich denn für einen Charakter hier nehmen kann. Aus dem Lesejahr 2021, das ist der große Rahmen, der sich ja durch diese Fragen jetzt hier erstmal zieht. Und ich habe da wirklich sehr, sehr lange überlegt und habe mich jetzt für einen Charakter entschieden, der mir persönlich sehr am Herzen liegt mittlerweile. Also durch die Buchbesprechung, durch das Lesen natürlich und das Beschäftigen mit diesem Buch ist mir dieser Charakter doch sehr ans Herz gewachsen, weil er einfach so ja einen sehr speziellen Humor hat und den vielleicht nicht viele verstehen können oder den viele mögen können, besser gesagt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Charakter manchen auf den Wecker gehen wird und dass ihn manche ja sehr, sehr nervig finden werden. Aber ich mochte ihn, aber das liegt einfach daran, weil ich ja den zweiten Teil davor schon gelesen habe und mir dadurch der Charakter einfach etwas näher gerückt ist. Und zwar rede ich von ja, der Ich-Erzählerin von Mischpoke, ein Familienroman von der Autorin Marcia Zuckermann aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Die Ich-Erzählerin erzählt uns die Familiengeschichte der Kohanims
und ja, taucht in die Familiengeschichte für uns ein, weil sie der Therapeutin, mit der sie sich unterhält, beziehungsweise es ist eine Psychologin, die feststellen soll, ob die Ich-Erzählerin tatsächlich ihr Gedächtnis verloren hat oder nicht. Und sie erzählt ja die Familiengeschichte dieser Psychologin und sie hat da so einen ganz kleinen, ihr Humor kommt da ganz stark hindurch und ihre Art und Weise und ihre Ecken und Kanten. Aber ich habe sie ja, wie gesagt, schon in Schlamassel, einen Familienroman, kennengelernt. Das ist der zweite Teil der Familiengeschichte von Marcia Zuckermann. Und da kommt sie tatsächlich nochmal vor und da lernen wir sie auch ein Stück weit näher kennen, weil wir sie dort als kleines Mädchen kennenlernen werden. Und auch da hat sie schon so ein bisschen ihre freche Art und ihren Humor. Und ich habe mich einfach für diesen Charakter entschieden, weil ich glaube, dass man ihn lieben oder hassen kann. Beziehungsweise vielleicht auch lieben oder nervig finden. Ist vielleicht hier an der Stelle noch ein bisschen genauer. Aber ja, es ist ein Charakter, der sich so ein bisschen mit der Zeit tatsächlich in mein Herz geschlichen hat. Weil sie einfach so eine wunderbare Art hat, bestimmte Dinge auch ein bisschen aufzulösen und vielleicht auch den Ernst herauszunehmen und den Ernst zu entschärfen, sag ich mal. Und ja, ich finde, das ist ein guter Charakter, der wahrscheinlich spalten könnte. Ich habe hier zu diesem Buch, zu Mischpoke ein Familienroman und zur Schlamassel ein Familienroman, bereits eine separate Buchbesprechung gedreht. Falls sich das Interesse für diesen Charakter und für auch diese beiden Bücher geweckt hat, dann schaut gerne mal in die Buchbesprechung zu diesen beiden Büchern hinein. Wir greifen mal in die Keksdose und schnappen uns mal einen Vanillegipferle. Diese Frage möchte wissen, nenne ein Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen. Hierfür habe ich mich für ein Buch entschieden, das jetzt nicht den klassischen Spannungsbogen hat, aber für mich schon einen besonders guten Spannungsbogen hat, weil er mich einfach tatsächlich fängt und mich bei der Stange hält. Es ist jetzt kein Spannungsbogen, der wie bei einem Thriller aufgebaut wird oder einem Krimi aufgebaut wird. Es ist schon eine andere Art von Spannungsbogen. Und zwar rede ich von Die Wand von Marlene Haushofer hier aus dem Ullstein Verlag. Ich habe das Buch ja zusammen in einer Leserunde gelesen, die liebe Anja von den Bookfriends Forever organisiert hat. Und dieses Buch ist für mich ein Buch, was auf eine besondere Art und Weise den Spannungsbogen aufbaut. Und zwar begegnen wir hier der Ich-Erzählerin, die in einem Wochenendhäuschen in den Bergen sich befindet und mit ihrer Cousine und ihrem Mann dahin fährt. Und die Cousine und ihr Mann, die wollen nach der Ankunft nochmal in das naheliegende Dorf und sich da nochmal so ein bisschen umsehen, beziehungsweise den Leuten wahrscheinlich Hallo zu sagen und nochmal in der örtlichen Kneipe vorbeizuschauen. Die Ich-Erzählerin bleibt in diesem Haus und übernachtet da und wundert sich am nächsten Morgen, hey, wo sind denn die, meine Cousine und ihr Mann sind gar nicht nach Hause gekommen, möchte sich nun auf den Weg zu diesem nahegelegenen Dorf machen und stößt auf den Weg dahin an eine unsichtbare Wand. Die Ich-Erzählerin wird dann in dieser Wand eingeschlossen und man verfolgt nun, wie sie ihr Leben beschreitet innerhalb dieser Grenzen, dieser Mauer. Und es passiert nicht wahnsinnig viel in diesem Buch, aber ich finde, dass der Spannungsbogen immer weiter aufgebaut wird, weil wir immer mehr Triggerpunkte gesetzt bekommen, die den Spannungsbogen wieder neu entfachen und wir auf Momente hinarbeiten, die uns die Ich-Erzählerin immer mal wieder nennt und die sie aber nie so wirklich ausspricht. Und dadurch entsteht so ein gewisser Spannungsbogen, wie ich finde. Und das ist ein Spannungsbogen, der, wie gesagt, schon sehr, sehr untypisch ist. Natürlich nicht wie in einem Thriller und einem Krimi, wo man Seite um Seite schnell lesen möchte und wissen möchte, wer ist der Täter oder wer ist der Opfer oder was ist hier passiert. Aber es ist eine andere Art von Spannungsbogen, der stückchenweise aufgebaut wird und der immer wieder so aufkeimt und der uns immer, jedenfalls mich,
bei der Stange hält. Es ist ein Spannungsbogen, der ja nur so dahin knistert und so langsam sich Stufe für Stufe nimmt und am Ende halt natürlich auch wieder nach unten geht und abflacht. Und für mich ist es das Buch mit einem besonders guten Spannungsbogen, der mich wirklich bis zur letzten Seite gehalten hat, der mich wissen lassen wollte, was die Ich-Erzählerin noch erlebt, wie sie in dieser Wand oder innerhalb dieser Mauern durchlebt, wie sie überlebt und was sie so in den nächsten Tagen und Jahren in diesem Art Gefängnis gemacht hat. Also, das ist für mich hier mein Vanillegipfel. Wenn wir schon mal bei der Keksdose sind und uns gerade eben noch einen Vanillegipfel genommen haben, können wir uns doch eigentlich auch noch einen Zimtstern nehmen. Und die vierte Frage möchte wissen, nenne einen Charakter, der spannende Ecken und Kanten hatte. Diese Frage hat auch so einiges von mir abverlangt, denn ich habe wirklich lange hoch und runter meiner Liste gescrollt, die ich gelesen habe an Büchern. Und ich habe mich dann für einen Charakter entschieden, der vielleicht noch nicht von Anfang an solche Ecken und Kanten hatte, sondern die Zeit und die Umstände, die Ecken und Kanten in den Charakter geformt hat, sage ich mal. Und zwar spreche ich von Berkland von Jakub Soffer aus dem Wunderraum Verlag. Wir befinden uns ja hier in dem Innerleiterhof, also dem höchsten Hof im tiefen Tal in Südtirol. Dieser Hof ist ja von Generation zu Generation weitergegeben und wir haben hier einen klassischen Generationsroman und wir lernen so die einzelnen Generationen kennen. Und ich glaube, den Charakter, den ich mir hier rausgesucht habe, ist Rose, die den Hof von ihrem Vater erbt. Aber sie erbt ihn deswegen, weil die Söhne im Krieg sind und aktuell auch niemand sonst diesen Hof übernehmen hätte können. Und Rose übernimmt dann quasi die Führung auf diesem Hof, bewirtschaftet diesen Hof und bringt ihn so ein bisschen auch in eine etwas neuere Zeit und dann übernimmt ihr Sohn diesen Hof. Und es gibt natürlich noch eine andere Generation. Ich habe zu diesem Buch auch eine separate Einzelbesprechung hochgeladen auf meinem Kanal. Wenn euch meine genaue Meinung zu diesem Buch interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Aber hier geht es mir tatsächlich jetzt nur um den Charakter Rose. Rose ist eine Frau, die zu der Frau am Ende des, mit der Zeit wird, aufgrund der Tatsache, dass sie diesen Hof übernimmt und dass ihr Vater diesen Hof übergibt, aber er eigentlich diesen Hof seinen Söhnen geben möchte oder einem seinem Sohn geben möchte und eigentlich nicht seiner Tochter. Und erst ziemlich spät anfängt, die Geheimnisse oder so das Doing zu übermitteln an seine Tochter und dann natürlich auch noch die Umstände, in der Rose lebt. Denn wir befinden uns ja im Krieg und sie verliert ja ihre Söhne, also sie verliert ja ihre Brüder. Und sie übernimmt diesen Hof und diese Arbeit formt ihren Charakter mit wirklichen Ecken und Kanten. Die Arbeit an diesem Hof, den Verlust ihrer Brüder und der ganze Krieg und alles, was so drumherum ist, formt diesen Charakter mit ihren entsprechenden Ecken und Kanten. Aus der Sicht des Sohnes hat dieser Charakter ja schon so seine ganz schön krassen Ecken, woran sich der Sohn ganz schön reibt. Und es ist einfach die Zeit, die das erklärt und auch die Umstände, die diesen Charakter so geformt hatten. Und ich glaube, das ist hier mein Zimtstern, der einen Charakter hat, den man unglaublich gern hat, aber der halt auch seine Ecken und Kanten hat und den man dann auch so nehmen muss, wie er dann eben am Ende. Ich glaube, wir müssen mal die Schachtel wechseln. Und zwar schließen wir jetzt mal die Keksdose und öffnen die Dose für die Dominosteine. Die fünfte Frage möchte wissen, nenne ein Buch, das viele Handlungsebenen hatte, die schließlich perfekt zusammenpassen. Bei dieser Frage muss ich tatsächlich nicht lange nachdenken, weil da hatte ich sofort ein Buch im Sinn. Und zwar ist es Die andere Hälfte der Hoffnung von Mechthild Bormann. Wir haben hier einige Handlungsstränge und zwar haben wir zum einen den Handlungsstrang,
der sich mit dem Reaktorunglück in Tschernobyl befasst und einen anderen Handlungsstrang, dass ukrainische Mädchen nach Deutschland ausreisen, um dort Deutsch zu lernen und ja ein Stück weit vielleicht auch die Welt zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich den dritten Handlungsstrang, der sich damit beschäftigt, sich ja einen Kriminalfall zu lösen, weil die Mädchen aus dem oder eins der Mädchen aus dem zweiten Handlungsstrang ja vermisst werden und beziehungsweise verloren gegangen ist und jetzt hier die Suche nach diesen Mädchen durchgeführt wird. Diese drei Handlungsstränge klingen im ersten Moment erstmal so, als hätten sie gar nichts miteinander zu tun. Am Ende merkt man halt doch, wie die drei Handlungsstränge so zusammenpassen, wie die Fäden zusammenlaufen und am Ende ja verbunden werden miteinander. Mich hat dieses Buch unheimlich begeistern können, vor allen Dingen, es ist ja mein zweites Buch von Methel Bowman gewesen und ich mag die Autorin sehr. Ich mag ihre Aufarbeitung mit dem Geschichtlichen, mit vielleicht auch geschichtlichen Fakten, die bis heute in die Gegenwart einen Einfluss haben und sich mit Dingen auseinandersetzen, wo manche Menschen heutzutage immer noch die Konsequenzen spüren und heute immer noch die Verluste tragen und ja, sehr, sehr viel Leid über sich ergehen lassen müssen. Und ich finde, das ist dieses Buch, also dieses Buch ist unglaublich lesenswert und ich kann es euch wirklich nur ja, empfehlen, sich ja, mit diesem Buch mal hinzusetzen und zu lesen. Auch wenn hier auf diesem Buch Kriminalroman steht, ist es ein Buch, was aus meiner Sicht der Kriminalroman nur gebraucht wird, um die Geschichte so ein bisschen ja, zu erzählen, voranzuschreiten und die Gegenwart ja, ein bisschen näher an einen heranzuholen. Aber die Vergangenheit ist hier umso spannender, umso wichtiger, dass sie erzählt wird. Und mir hat dieses Buch ja sehr, sehr viel gegeben. Und jetzt erinnere ich mich auch daran, dass ich eigentlich letztes Jahr noch lesen, mehr über das Ereignis von Tschernobyl lesen wollte und einfach nicht dazu gegriffen habe. Vielleicht hole ich das dieses Jahr einfach mal nach. Bei der nächsten Süßigkeit ist es so, dass wir da ein bisschen auf unsere Zähne achten müssen. Und zwar handelt es sich um gebrannte Mandeln. Und die Frage möchte wissen, nenne einen Charakter mit harter Schale und weichem Kern oder einen, der zum Sprichwort passt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe mich hier für ein Buch entschieden, was ebenfalls ein Buch von der Sub-Challenge war, aber mich auch ein Stück weit sehr begeistern konnte. Und bei diesem Charakter, den wir hauptsächlich in diesem Buch verfolgen, handelt es sich um Karl. Karl wächst in einem Elternhaus auf, wo er eigentlich zu viel ist, weil die Eltern sich im Grunde genommen eigentlich genug sind. Und nach außen hin verkörpern sie vielleicht die perfekte Familie, aber nach innen sind sie das einfach nicht. Also die Familie ist so ein bisschen der zweite Teil der Frage. Also ist nicht alles Gold, was glänzt. Und der Charakter Karl ist für mich ein Charakter, der nach außen hin sehr distanziert und sehr hart wirkt und nach innen eigentlich einen sehr, sehr weichen Kern hat. Und zwar spreche ich von Leinensee von Anne Reinecke hier aus dem Diogenes Verlag. In diesem Buch lernen wir, wie gesagt, Karl kennen, der erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt und dann natürlich nach Hause fährt und seine ganz persönliche Geschichte dadurch aufbereitet. Und wir lernen so diesen Prozess, also wir steigen mit in diesen Prozess hinein, wie er auch sein Elternhaus erkundet und wie er seine Nachbarn erkundet. Und man merkt einfach, dass die harte Schale von Karl eigentlich nur die weichen Kern schützt. Weil, wenn man sich vorstellt, dass man für seine Eltern eigentlich nur eine Last ist und dadurch auch ein Stück weit auch abgeschoben wird, dann baut man, glaube ich, von vornherein eine sehr harte Schale auf, bleibt aber drin ganz, ganz weich. Ich glaube, das sind hier meine gebrannten Mandeln. Und auch hier, dieses Buch kann ich euch natürlich nur empfehlen und nur ans Herz legen, falls ihr Anne Reinecke noch nicht kennt.
Und hier könnt ihr sie definitiv mal kennenlernen in diesem Roman, also jedenfalls ihr Werk kennenlernen. Ich überlege mir gerade, dass ich Anne Reinicke vielleicht doch nochmal weiter entdecken könnte und schauen werde mal, was sie noch als nächstes geschrieben hat. Printen sind ein Gebäck, ich glaube es ist ein Gebäck, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber diese Art von Gebäck ist in meiner Region gar nicht so in den Keksdosen verbreitet, aber vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Printen bei euch rum, liegen in den Keksdosen. Und die vorletzte Frage möchte wissen, nenne ein Buch, an dem du dir fast die Zähne ausgebissen hättest. Ich habe mich hier für zwei Bücher entschieden, ein Buch, was ich alleine gelesen habe und ein Buch, was ich zusammen gelesen habe, und zwar mit der lieben Fabienne vom Kanal Japan Connect. Auch ihren Kanal verlinke ich gerne unten nochmal in der Infobox. Und ich fange mal mit dem Buch an, was ich alleine gelesen habe. Und ich hatte mich sehr gefreut auf dieses Buch. Ich habe dieses Buch in meiner Sub-Challenge gezogen. Und ich hatte ja den Vorgänger, also beziehungsweise ein Buch von der Autorin bereits gelesen. Das war ihr aktuellstes Buch zu der Zeit. Und ich fand dieses Buch einfach großartig und hatte mich deswegen natürlich nun auf dieses Buch gefreut. Und zwar rede ich hier von Die Magie der kleinen Dinge von Jessie Burden. Hier aus dem, ich glaube, Limes Verlag, genau. Vielleicht kennt der ein oder andere es noch mit einem anderen Cover. Ich hatte das hier damals, ich glaube, gebraucht gekauft. Und ja, hatte mich also quasi sehr gefreut auf dieses Buch. In diesem Buch befinden wir uns im Jahre, lasst mich kurz gucken, 1687 beziehungsweise so in den Jahren drumherum. Und wir begleiten hier die junge Nela, die verheiratet wird mit einem ja etwas älteren Amsterdamer, der ein Stadthaus hat, und Nele zieht nun in dieses Stadthaus und bestreitet nun ihr neues Leben in Amsterdam und lernt so die Familie des neuen Ehemanns kennen und die Geheimnisse in diesem Haus. Nebenbei bekommt sie von ihrem Ehemann auch noch ein Puppenhaus geschenkt, und dieses Puppenhaus ist so die magische Komponente. Grundsätzlich kriegt dieser Plot eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber es war irgendwie ganz schön zäh. Zäh, was die Geschichte anging, und auch so grundsätzlich das Setting. Und ich mochte zwar, was die Autorin uns erzählen wollte und was es damit so auf sich hatte, aber es war für mich einfach zäh. Und ich habe sogar zwischenzeitlich auch, ich glaube, auf Instagram gefragt, ob das Buch jemand kennt und ob ich es lieber abbrechen soll. Ich glaube, das war so ab der Hälfte. Und ja, ich habe es dann tatsächlich aber noch durchgehalten zu lesen, aber ja, ich war am Ende doch sehr enttäuscht, dass es am Ende tatsächlich eine andere Jessie Burden für mich war als in Die Geheimnisse meiner Mutter, als hier in Die Magie der kleinen Dinge. Das hat mich tatsächlich sehr enttäuscht, und es hat ein bisschen den Charakter, dass ich mir hier die Zähne ausbeiße. Bei dem zweiten Buch hätte ich mir wahrscheinlich noch mehr die Zähne ausgebissen, wenn ich es nicht zusammengelesen hätte mit der lieben Fabienne vom Kanal Japan Connect. Und zwar rede ich von Pflaumenregen von dem Autoren Stefan Tomme, hier aus dem Vorkamp Verlag. Wir lernen ja hier die kleine Umeko kennen, die in Taiwan lebt und wir befinden uns ja auch noch mitten im Zweiten Weltkrieg. Und welche Konsequenzen dieser Zweite Weltkrieg mit Taiwan hat und auch ihrer Familie. Und am Anfang lernen wir nur so Umeko kennen und ihre Familie und Taiwan und wie sie zur Schule geht und welche Dinge sie so tut. Und irgendwann baut sich auch ein zweiter Handlungsstrang auf, wo wir in die Gegenwart schwippen. Und zwar Umeko dann schon etwas älter ist und wir so ein bisschen die Vergangenheit von Umeko aufarbeiten durch ihre Enkel und Kinder, und dann natürlich noch den anderen Handlungsstrang, wo wir einfach so zusammenlaufen. Von der Vergangenheit zur Gegenwart ein Stück weit. Ich war tatsächlich am Ende ein Stück weit enttäuscht von diesem Buch, weil ich mir einfach was völlig anderes vorgestellt habe. Und zwar
gar nicht so ein Generationsroman, steckt schon im Generationsroman hier drin und auch ja, so ein Gegenwartsroman, der uns die Geschichte halt erzählt, aber vom Klappentext her bekommt man einfach ein ganz anderes Gefühl für dieses Buch, als dass uns die Geschichte von Umeko wirklich erzählt wird, dass wir sie begleiten, wie sie älter wird, und das passiert einfach nicht. Und der Autor verliebt sich halt ein Stück weit sehr in Einzelheiten, in seinem Wissen, was er gerne vermitteln möchte. Und ich glaube, dass man da ein Stück weit auch seine Zähne ausbeißen kann an diesem Buch. Und ich bin am Ende dann doch enttäuscht gewesen von diesem Buch, aber ich nehme das Positive mit, dass es für mich das Tor geöffnet hat oder die Tür geöffnet hat zu der taiwanischen Literatur und dass ich da geschichtlich gerne noch weiterlesen möchte, dass ich da noch einiges entdecken möchte. Und ich hoffe, dass ich da noch einiges entdecken kann. Greifen wir zur letzten Süßigkeit von Weihnachten, und zwar den Spekulatius. Und die letzte Frage möchte wissen: Nenne ein Buch, das du jedes Jahr wieder liest und immer noch toll findest. Es ist kein Buch, was ich jedes Jahr wieder lese, aber ich hatte dieses Jahr so unglaublich viel Lust dazu. Also es ist jetzt schon, ja, das eine oder andere Mal, dass ich dieses Buch zur Hand genommen habe, immer wieder reingelesen habe oder es tatsächlich gelesen habe. Und es wird kein völlig unbekanntes Buch sein. Ich denke, es werden viele kennen, dieses Buch. Aber ich hatte mir jetzt vorgenommen, ich lese das jetzt und lese dann, wenn ich den ersten Band gelesen habe, auch weiter in den Schmuckausgaben, damit ich diese Bücher dann auch endlich mal gelesen habe, beziehungsweise mir angeschaut habe. Gelesen habe ich sie ja schon, deswegen wandern sie auch nicht auf meinem Sub. Aber ich möchte trotzdem mal reinblättern. Und zwar handelt es sich um Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich hatte jetzt mal so unglaublich Lust auf die Geschichte und dieses Gefühl, dieses heimelige Gefühl, nach Hogwarts wieder zu kommen und Harry, Ron und Hermine wieder zu treffen. Und es gibt einfach immer so ein, wolliges, heimisches Gefühl und man kommt irgendwie nach Hause und man ist sofort in der Geschichte drin und man entdeckt dann wieder so neue Dinge, die man schon tatsächlich vergessen hat, auch durch die Filme, weil die Filme sind ja dann doch noch ein bisschen anders. Ich bin jetzt auch wirklich sehr froh, dass ich jetzt gestartet habe, wieder zu lesen und nochmal so die kleinen Dinge nochmal zu entdecken, die vielleicht so im Film noch gar nicht vorhanden, also nicht vorhanden sind. Und ja, es ist einfach ein schönes Wiederkehren und ich bin froh, wenn ich die nächsten Seiten wieder lesen kann. Es ist natürlich jetzt kein Buch, was ich jetzt ja aktiv jetzt gerade lese, aber einfach mal so nebenbei ist das einfach wunderbar. Ich habe hier noch eine relativ alte Ausgabe, meine Ausgabe ist auch schon wahnsinnig vergilbt, aber ich finde, das macht das Gefühl einfach intensiver und schöner und ich bin froh, wenn ich ja weiterlesen kann. Das waren nun die 8 Fragen von dem Tag Bücher wie Süßigkeiten. An der Stelle möchte ich mich natürlich nochmal bei Ruth bedanken, dass sie mich getaggt hat. Und auch nochmal vielen Dank, dass sie dadurch meinen Auftakt für meinen Jahresrückblick 2021 gegeben hat. Und mich würde es jetzt natürlich noch interessieren, habt ihr denn noch ein paar Leckereien von Weihnachten übrig? Was befindet sich denn so in euren Keksdosen? Und natürlich würde es mich noch interessieren, ob ihr bereits erraten könnt, welche Bücher ich in meinen Jahreshighlights ja nochmal zeigen werdet. Oder waren sogar Bücher dabei, die ihr ebenfalls so toll fandet wie ich? Und natürlich würde mich am Ende noch interessieren, welcher Charakter war denn am spannendsten für euch mit seinen Ecken und Kanten? Das würde mich natürlich nochmal sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr mir einen Kommentar unter dem Video da lasst. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss!